Du siehst hier alle Früchte, die ich habe. Ein paar Blaubeeren und ein paar Kirschen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Blaubeeren. Und wie viele Kirschen habe ich? Ich zähle mal 1, 2 und 3. Okay. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie viele Früchte ich insgesamt habe, also wie viele Blaubeeren und Kirschen zusammen, muss ich dann schreiben 5, 5 plus 3 oder muss ich schreiben 5 minus 3, wenn ich wissen möchte, wie viele Früchte ich insgesamt habe. 5 plus 3 oder 5 minus 3? Mach am besten kurz einmal Pause und denk selber darüber nach und dann kannst du ja vergleichen mit dem, was ich schreiben würde. Also, wenn ich wissen möchte, wie viele Früchte ich insgesamt habe, dann kann ich ja erstmal gucken, ich habe auf jeden Fall 5 Blaubeeren. Und dann habe ich zusätzlich noch 3 Kirschen. Ich füge also 3 Kirschen zu den 5 Blaubeeren hinzu. Und hinzufügen heißt ja, dass es mehr wird. Deswegen würde ich hier hinschreiben 5 plus 3. Weil es mehr werden. Es müssen ja auf jeden Fall die Zahl an Früchten insgesamt, also Blaubeeren und Kirschen zusammen, muss ja größer sein als die Zahl der Blaubeeren, die ich habe. Deswegen muss ich addieren, plus rechnen. Okay, wenn wir schon mal dabei sind, was ist denn 5 plus 3? Ich zähle einfach mal 1, zweite Frucht, dritte Frucht, vierte Frucht, fünfte, sechste, siebente, achte. Also 5 plus 3 ergibt 8. Ich habe also 8 Früchte insgesamt. Okay. Eigentlich können wir jetzt ja auch nochmal uns den anderen Fall wenigstens angucken. Was würde es denn bedeuten, wenn ich hier jetzt statt 5 plus 3 hingeschrieben hätte 5 minus 3? Ich bediene mich einfach mal nochmal an meinen Blaubeeren hier oben. Also, ich nehme jetzt die nochmal. Die füge ich mir jetzt hier nochmal ein. So. Eben hatte ich ja gesagt, dass Plusrechnen so viel heißt wie hinzufügen. Und Minus ist das Gegenteil von Plus. Deswegen heißt Minus nicht hinzufügen, sondern wegnehmen. Also abziehen. Ich habe also hier 5 Blaubeeren und davon ziehe ich jetzt 3 Blaubeeren ab. Also, eine Blaubeere abgezogen, noch eine abgezogen und noch eine abgezogen. Ich teile nämlich gerne. Und dann habe ich jetzt noch wie viele übrig? Naja, die beiden hier vorne sind noch übrig geblieben. Deswegen ist 5 minus 3 das gleiche wie 2. Wenn du also 5 Blaubeeren hast und dann 3 davon isst, zum Beispiel, dann hast du danach noch 2 Blaubeeren übrig.